Die 90er. Arcades in den USA und Japan waren noch an der Tagesordnung und der Fighting Game Boom war auf Höchstniveau. Capcoms Geschäfte liefen bestens, dank der anhaltenden Street Fighter 2 Euphorie und den zahllosen Re-Releases, um diese Melkmaschine lebendig zu halten. Capcom hatte neben Street Fighter aber noch ein paar andere Fighting Game Eisen im Feuer. Ihr kennt sicher alle die Marvel vs. Capcom Reihe, die nach Street Fighter wahrscheinlich den meisten Zaster eingebracht haben dürfte. Aber es gab noch ein etwas abgedrehteres und exotisches Franchise. In Japan kennt man die Reihe schlicht als Vampire, bei uns nennt man das Ganze Darkstalkers. Erstmalig erschienen in den Spielhallen Japans im August 1994 setzt Darkstalkers The Night Warriors gameplay-technisch auf dasselbe Basiskonzept wie Street Fighter 2. Es gibt jeweils drei Buttons für leichte, mittlere und harte Schläge und Kicks und Special Moves lassen sich durch Halbkreisbewegungen und dergleichen ausführen. Das gewohnte Capcom-Fighting-Gefühl gibt dem Spiel also bereits eine solide Basis. Wodurch sich Darkstalkers allerdings abhebt, ist das Setting und die verwendeten Charaktere. Wie ihr im Videomaterial ja bereits sehen könnt, ist die Reihe in einer fantasievollen Horrorwelt voller Monster und Fabelwesen angesiedelt. Vampire, sexy Katzenladies und Succubusse oder Succubi. Keine Ahnung, was die Mehrzahl von Succubus ist. Wer es genau weiß, kann es ja in den Kommentaren vermerken. Frankensteins Monster, Werwölfe, Mumien, Zombie-Rockstars. Ihr seht, alles, was an Halloween Rang und Namen hat, ist hier zu finden. Die bekanntesten Figuren dürften wahrscheinlich Morrigan, die Succubus-Lady, und Felicia, das verspielte Katzenmädchen, sein, da beide aufreizenden Damen mehrere Auftritte in anderen Crossover-Games wie zum Beispiel Marvel vs. Capcom hatten. Präsentiert wird Darkstalkers in wirklich hübscher 2D-Grafik mit farbenfrohen und lebendig wirkenden Hintergründen, die thematisch natürlich auf die jeweiligen Kämpfer zugeschnitten sind. Der Grafikstil von Darkstalkers unterscheidet sich dabei deutlich vom Look von Street Fighter 2, wurde von Capcom anschließend aber auch für die Street Fighter-Reihe und die Versus-Spiele verwendet. So hat Darkstalkers optisch deutlich mehr Gemeinsamkeit mit Street Fighter Alpha oder X-Men vs. Street Fighter als mit Street Fighter 2 und ich persönlich finde diesen comic-mäßigen Look für Fighting Games sehr ansprechend und finde, der kann sich auch heute noch sehen lassen. Auf Seiten der Spielmechanik fühlt sich die Darkstalkers-Reihe auch etwas moderner an als Street Fighter 2, da es hier bereits mehr Angriffsmöglichkeiten gibt. Kicks und Punches lassen sich zu einfachen 3-5 Hit-Kombos aneinanderreihen, die dann mit einem Special Move abgeschlossen werden können. Man kann in der Luft blocken und am Boden liegende Gegner angreifen. Beides Features, die, soweit ich weiß, bei Darkstalkers als erstes eingesetzt wurden. Höchstwahrscheinlich irre ich mich komplett. Wer es besser weiß, darf auch hier mich gerne in den Kommentaren korrigieren. Insgesamt sind 3 Hauptspiele und 2 Re-Releases mit erweiterten Features in den Spielhallen erschienen. Die 3 Hauptgames sind Darkstalkers The Night Warriors. In Japan heißt das Ganze Vampire The Night Warrior. Night Warriors Darkstalkers Revenge. Vampire Hunter Darkstalkers Revenge. Jetzt wird's langsam kompliziert. Und Vampire Savior World of Darkness. In Japan Vampire Savior Lord of the Vampire. Vom zweiten und dritten Teil gibt es jeweils mehr oder weniger eine Turbo-Variante, in der das Spiel mit ein paar zusätzlichen Features nochmal veröffentlicht wurde. Natürlich gab es auch einige Konsolenumsetzungen. Zum Beispiel Night Warriors und Vampire Savior erschienen beide für den Sega Dreamcast. Der erste Darkstalkers-Teil wurde für die PlayStation 1 veröffentlicht. Und später gab es dann noch einige Compilations und Re-Releases, unter anderem für die Dreamcast und die PlayStation Portable. Die begehrteste Variante bei Sammlern dürfte allerdings Vampire Darkstalkers Collection für die PlayStation 2 sein, denn diese beinhaltet alle 5 Spielhallentitel und noch so einige Bonusfeatures, ist allerdings leider nie außerhalb Japans erschienen. Für aktuelle Konsolen gibt es seitens Capcom leider bis heute keinerlei Umsetzungen der Darkstalkers-Reihe. Vor ein paar Jahren, zu Hochzeiten der PS3 und Xbox 360, wurde mit Darkstalkers Resurrection das Interesse der Käuferschaft an der Darkstalkers-Reihe noch einmal getestet. Capcom hat aber anschließend verlauten lassen, dass die Verkaufszahlen leider nicht annähernd die gleiche Anzahl an Käufern erreicht haben, wie vorher Stimmen laut wurden, die nach genau dieser Veröffentlichung geschrien haben. Deswegen wurde das Ganze finanziell als zu großes Risiko eingeschätzt
und mit einem neuen Teil der Darkstalkers-Reihe sollten Fans demnach wohl eher nicht rechnen. Was die Figuren angeht, so treffen wir diese in diversen anderen Spielen. In Street Fighter V gibt es einige kostenpflichtige Kostüme mit Darkstalkers-Flair. Chun-Li zum Beispiel hat ein Morrigan-Outfit bekommen und viele andere Figuren könnt ihr ebenfalls mit Darkstalkers-Skins ausstatten. Wer auf aktueller Hardware Bock auf Darkstalkers hat, sollte einen Blick auf Ultimate Marvel vs. Capcom 3 oder Marvel vs. Capcom Infinite legen. Beide sind für PS4 und 5 sowie für Xbox One oder die Series SX verfügbar und beinhalten jeweils eine Handvoll Darkstalkers-Fighter. Mir machen die Darkstalkers-Spiele jedenfalls großen Spaß. Ich spiele seit einiger Zeit regelmäßig die Arcade-Versionen, von denen auch das meiste Gameplay hier stammt. Sollte sich Capcom dazu durchringen können, Darkstalkers mit einer Compilation ähnlich der Street Fighter 30th Anniversary Collection zu versehen, ist der Kauf für mich jedenfalls ein No-Brainer. Aber jetzt zu euch. Was haltet ihr von Darkstalkers? Erzählt mir in den Kommentaren von euren Erinnerungen und Erlebnissen mit diesem außergewöhnlichen Fighting Game Franchise. Und wenn euch das Video gefallen hat, hey, Daumen hoch tut nicht weh und lasst doch ein Abo da, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann!